Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Wie ihr wisst, ich zocke alle NES-Games und deswegen muss ich auch Donkey Kong Junior Matte zocken. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Es ist wohl ein Lernspiel. Hier steht Education Series. Puh, ich bin gespannt. Mal schauen, wo ich das Spiel verstehe. Vier plus eins. Was muss ich da machen? Ah, muss ich auf 57 kommen irgendwie oder wie? Die achten nehmen wir nicht. Ah. Da, die plus. Plus. Neun. Klein plus neun. Und jetzt, wenn ich da jetzt auf die achte gehe, bringt es nichts. Ich muss da wieder auf plus runter. Ist ein bisschen zart, Leute. Wenn das wirklich das Game ist, ist es ein bisschen zart. 27. Da brauche ich ja ewig, bis ich auf 87 bin. Aha, ich kann da auch Mal machen. Gehe ich mal darüber auf das Mal. Jetzt habe ich die Minus. Ich hätte gerne Mal. Mal. Nein, geht nicht. Minus 1. Mal. 2 hätte ich gerne. Mal 2. Naja, da geht schon was weiter. Jetzt gehen wir darüber auf Plus. Na, das dividiert möchte ich eigentlich nicht. Muss darüber auf Plus. Plus. Plus 7 und dann plus 2. Ah nein, es fehlt noch genug. Rechnen müsste man können. wo ist da das Plus wieder hin? Das ist da drüben versteckt jetzt. Mal da mal rüber. Plus. Jetzt war noch mal ein Plus. Ich sind 5er gibt es fast. Plus 5 brauche ich jetzt noch. Yeah! Ich hab's geschafft. Okay. Gibt da jetzt noch mehr auch oder was das? Mal schauen. Wenn man hier einen Reset. Soft Reset. A, B und Exercise. Machen wir das. Puh, das schaut irgendwie ungemütlich aus. Ja, wie slack dich? Ich krieg gerade mit dem Doki rein. Und was mache ich da jetzt? Aha. Ja, das mache ich. Okay. Was muss ich jetzt machen? Da muss ich was raufgeben. Was bringt mir das? Ich check nicht, was ich machen soll.
Wenn ich da drauf hüpfe. Keine Ahnung. Oben ist 10. Hä? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Was? Okay, ich gehe mal ganz rauf auf diese Plusrechnung. Die scheint mir ziemlich watschen einfach zu sein. Okay. Nein, 1 brauche ich nicht. Ich brauche hier 7. Wie komme ich, wie kann ich da die 7 einschalten? Wie kann ich hier auf 7, wie kann ich dem sagen, dass das 7 ist? Wenn ich darauf gehe, was macht er jetzt? Wieso schreibt er mir einfach das Ergebnis hin? Ja, das 2, das passt. Ja, aber wo ist meine geistige Leistung dabei? Was macht der Vogel da eigentlich? Schauen wir mal. Hä? Ah, okay. Das ist... So muss ich es reinschreiben. Ich verstehe, glaube ich. 8 und hier ist 12. 2 an 1 weiter. 7 und 3 ist 10. Na, muss ich nicht mehr. Da auf 1. War das jetzt richtig oder nicht? Hat das jetzt genommen? Ah, das Fragezeichen ist dafür da, wenn ich es nicht weiß. Dann klette ich hier rauf auf Höhe 6. Das ist gar nicht mehr so schlecht, das Spiel. Wenn ich mich. Ich habe selber schon so Mathe-Lernprogramme geschrieben. Wenn ich jetzt nach links gehe, habe ich es gelöst. Ja. Ha. Interessant. Interessante Art, eine Eingabe zu machen. Aber irgendwie auch genial. So. 75, 1 und 2 sind 10 und 6 sind 16. Und da müssen wir auf 1 und haben das auch geschafft. Hm. Nicht gut. Donkey Kong Junior Mathe. Ich meine, muss man jetzt nicht extra zocken, aber ich muss ich mal meinen Kids zeigen. Die sind da gerade so Mathe lernen auf dem Level. Vielleicht ist das was für die. Mir macht Spaß. Falls das ein Kriterium ist. So, dann ein paar mache ich noch. So, dann müssen wir wieder auf 0. Dann müssen wir auch auf 0. Das war's. Da auf 1. Perfekt. So, da.
finde ich von Einfall her echt, echt gut eigentlich. So, da müssen wir auf 1. Komm schon. 1 und 1 weiter. Hier auch auf 1. Das war's. So, da. Brauchen wir hier an erster Stelle 7 und 6 ist 13. 3 an, 1 weiter, 2 und 1 ist 3. Fertig. Ich bin ein Genie. Donkey Kong Junior macht ein Genie. Und jetzt kriege ich eine Belohnung. Hey, eine Belohnung? Hallo? War gerade gut? Leute, was ist los? Keine Belohnung? Ha. Belohnung wäre schon darin gewesen, oder? Wir können das so gegeneinander spielen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht, das Spiel. Kann man schon mal zocken. Also so mit Kids zum Mathe lernen? Oder vielleicht auch heute noch? Ich, so ist Multiplayer, das noch funktioniert? Fraglich. Aber eine coole Idee eigentlich. Mir gefällt die Grundidee gefällt mir. Würde wahrscheinlich auch heute noch funktionieren, auf ähnliche Art und Weise. Sich jemand richtig gut Gedanken gemacht über wie gute Eingabe, gutes Interface eigentlich. Okay, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, aber meh. Nein, Leute. Ist ganz nett. Also ich kann es jetzt natürlich niemandem direkt empfehlen, aber ist irgendwie ganz nett. Ja, danke fürs Zuschauen, Leute, dass ihr auch beim Mathe-Lernen mit dabei wart. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß hattet. Unbedingt abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, gleich da drüben gibt es jede Menge andere NES-Games, wo man nichts lernen kann. Ciao.